Hallo Freunde, willkommen bei Your Adventure Channel. Der heutige Video dreht sich um das Thema, wie kommt das Reh auf den Teller. Am Wochenende haben wir erfolgreich gejagt und jetzt gilt es quasi das kostbare Wildbrett zu verarbeiten. Es ist kurz vor Weihnachten und unsere Kunden möchten das kostbare Wildbrett, das auch sehr lecker schmeckt, an Weihnachten auf ihren Tellern sehen. Ganz wichtig ist dann nach dem Erlegen, dass man sich das Wild genau anschaut, beim Aufbrechen, also beim Entfernen der inneren Organe, die inneren Organe auch genau betrachtet, in Augenschein nimmt, ob hier keine Veränderungen vorhanden sind, die da nicht hingehören, ob die Leber, ob die Milz, ob die Niere, ob die Lunge, ob das alles auch gesund ist, ja, und einen guten Eindruck macht, oder ob hier Krankheiten oder Parasiten am Werk sind, die ebenfalls dann dazu führen, dass man das Wild nicht als Lebensmittel verwerten kann. Als ersten Schritt werden wir das Reh jetzt wiegen, weil die Berechnung oder der Verkauf erfolgt gewogen in der Decke, das heißt also mit Fell. Und auch am Gewicht kann man schon erkennen, ob das Stück abgemagert ist oder ob es so in etwa dem entspricht, was man von dem Reh jetzt als Gewicht erwartet. Das hängt davon ab, ob es sich um ein Reh im ersten Lebensjahr, im zweiten Lebensjahr oder um ältere Stücke handelt. Ja, und wenn wir jetzt ans Zerlegen gehen, dann wird vielleicht der eine oder andere Nichtjäger sagen, ach, das arme Reh. Da kann ich nur dazu sagen, ich habe mich dazu entschlossen, nicht Vegetarier zu sein. Das heißt, ich versuche mich aus der Natur zu ernähren. Das hat das Handicap, ja, dass ich das Wild auch selber töten muss. Ich kann mich nicht hinter irgendwelchen Metzgern verstecken oder gehe zu McDonald's, ja, und spende dann anschließend für den Tierschutzverein. Ich spende auch, aber ich ernähre mich eben auch aus der Natur. Veganer, da gibt es gar nichts dagegen zu sagen. Ja, wer das macht, der kann zumindest für sich in Anspruch nehmen, ja, dass wegen ihm hier keine Massentierhaltung stattfinden muss. Was ich von Ihnen halt erwarte, ist, dass Sie genauso akzeptieren, ja, dass ich mir mein Fleisch hier aus der Natur besorge. Ein großer Trend und aus meiner Sicht der richtige Weg sind die Flexitarier, die wir jetzt auch als Kunden haben. Das heißt, es sind Familien, die bestellen ein Reh und ein Wildschwein und dieses Fleisch reicht ihnen dann für ein ganzes Jahr, weil sie ja nur bewusst und wenig Fleisch essen. Sie kaufen damit erstens ein sehr hochwertiges Fleisch ein, ja, das weder mit Medikamenten behandelt ist, ja, noch sonst mit irgendwelchen kontaminierten Futter gefüttert wurde, ja, sondern die Rehe, die leben hier in der Natur, sind Pflanzenfresser, Konzentratselektierer und sie bewegen sich hier, soweit es die Kulturlandschaft zulässt, auch in einer artgerechten Umgebung und wir müssten sie auch bejagen, wenn wir sie nicht essen würden. Das muss man hier auch mal ganz klar erwähnen. Aber jetzt machen wir uns ans Werk. Als erstes wird das Reh gewogen. Das wiegt jetzt in der Decke, also mit Fell, 12 Kilogramm. Direkt nach der Jagd muss das Wild so schnell wie möglich in die Kühlkammer. Da gibt es auch ganz klare Lebensmittel- und Hygienevorschriften. Und hier in der Kühlkammer, die ist so ausgelegt mit einem Gebläse, dass das Wild in kürzester Zeit auf ca. 2 Grad herabgekühlt wird. Das hat den Vorteil, dass hier bei der Temperatur der Reifeprozess des Fleisches optimal abläuft, ja, und hier bleibt es dann auch bis heute bis zum Zerwirken hängen und kann reifen. Als nächster Schritt werden wir das Fell entfernen und hierzu gehört vor allem einwandfreie Hygiene, das heißt saubere und scharfe Messer, eine saubere hygienische Schneidunterlage und der Tisch ist jetzt zum Beispiel ganz hygienisch aus Edelstahl.
Um das Reh zu verarbeiten, wird jetzt als erstes hier ein Schnitt an den Läufen ausgeführt, um dann das Fell entfernen zu können. Nachdem wir jetzt das Fell entfernt haben, die Decke, erfolgt jetzt die Zerlegung in die einzelnen Hauptteile. Beim Reh sind es einmal hier die Keulen, dann die Rippen, die Wände, dann die Blätter oder der Bug und der Hals. Das gibt die Stücke. Hier macht man aus der Keule macht man hauptsächlich den super Rehbraten, dann das beste Wildbrett finden wir hier, der Rehrücken, der ist ja auch berühmt und bekannt, der schmeckt natürlich ganz hervorragend und ist butterzart, ja. Und meistens macht man aus den Wänden, aus den Rippen und aus den Blättern und aus dem Hals macht man dann meistens das Rehgulasch. Ja, jetzt haben wir das Reh zerwirkt. Hier haben wir jetzt die beiden Schultern, hier haben wir die Rippen, hier haben wir die beiden Keulen, hier haben wir den ganz schmackhaften Rehrücken und hier haben wir den Hals. Das sind jetzt die Teile, die vermarktet werden. Ja, und genauso hygienisch wie das Zerlegen sollte natürlich auch der weitere Transport vonstatten gehen. Hygiene wird groß geschrieben und da gehört zum Beispiel auch dazu hier ein berührungsloser Wasserhahn. So, alles wieder tiptop sauber und jetzt geht es nach Hause und dann wird das Reh portioniert und vakuumiert für den Verkauf. Hier sind jetzt schon die Knochen ausgelöst. Und jetzt können die Portionen vakuumiert werden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das war interessant für euch. Morgen wird ausgeliefert und dann gibt es viele leckere Weihnachtsessen. Macht's gut, euer Hans. Ciao.